Biokost. Biokost, Biokost, Bio, Bio, Biokost. Burum, 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 burum. Was ist das hier von dem Zeig? Ach, Polymerfabrik. Aha. Logistiknetzwerk überlastet. Wo denn? Wir können vielleicht mal da draufklicken, vielleicht finden wir ja dann was, also auf dieses Logistik-Symbol. Ja, das ist ja hier doof, ne? Und hier oben, warte mal, wir wollen das einfach direkt hier zu den anderen Typen hin. So, plus 9. Geil. So, vielleicht können wir dann da nochmal was hinsetzen, verstehst du, so? jetzt will ich gerade, wie ich das beschlossen mache, vielleicht so. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Kann gar nicht sein, das habe ich mich doch gerade eben aus drum gekümmert. Ihr braucht aber keine Neuroimplantate. Eigentlich nicht, nee. Okay. Was ist denn mit Logistik? Wenn ich hier draufklicke, sehe ich dann, wo es klemmt? Nö, sehe ich nicht. Cool. Finde ich spitze, dass du mir das einfach nicht sagst. Ich wollte mal hier vielleicht. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz hier unser bescheidenes Netzwerk an hier. Ja. Vielleicht ist hier ein bisschen dünn. Nice. Okay. Entschuldigung, Sie sind wahrscheinlich höher. So. Hier gibt es noch ein paar Arbeiter hier ganz draußen. Ich weiß jetzt nicht, warum diese bedrohliche Musik jetzt auf einmal kommt. Was soll man an dieser Firma nicht mögen? Einiges. Neuroimplantate. Das ist doch echt ein Scherz jetzt, ne? Den mangelt es ehrlich an Neuroimplantaten. Irgendwo bin ich am Verzweifeln. Wir haben schon wieder minus 4 an Neuroimplantaten. Das ist einfach so. Und diese bionischen Hände, die müssen wir auch nochmal irgendwie hinklatschen. Die sind dann noch nicht mehr so ganz so sauber. Okay. Ach, irgendwie alles ätzend jetzt. Warte mal. ...680, wir haben wieder keinen... Ja. Was sollen wir da auch tun? Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. So, haben wir das? Wir haben Ihnen zusätzliche Ressourcen bewilligt. Bitte setzen Sie sie mit Bedacht ein. Nö. Nur zu. Schwierig wird das jetzt, das irgendwie anzuschließen. Transferroute. Ich schaue einfach gar nicht genau hin und dann ist das auch irgendwie. Fehlende Waren. Achtung, Mangel an Transportern beeinträchtigt Produktion. Ja, super. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Das ist alles klar und schön und toll, aber bringt mir jetzt gerade relativ wenig. 24 Neuroimplantate. Die hier haben keine Kühler. Die hier haben keine Kühler. Was ist mit den Kühlern los? Die hier haben kein Methan-Ace, was? Ach so, weil die hier keinen Transportertypen haben hier, die armen Heinos. Analysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. So, jetzt hat es uns das komplett zerrissen hier. Und auf einmal geht alles wieder in Betrieb, sehr schön. Okay. So, neue Implantate müssen wir jetzt einmal runterschleppen. Wir haben ja jetzt wieder haufenweise. Minus 4, das heißt 75 plus. Machen wir mal 95, ja. Passt das mal.
Transferroute wird überarbeitet. So, jetzt brauchen wir da noch Hände und dieses Kondensatoren. Kann ich das jetzt nicht abbrechen? Jetzt muss ich warten, bis das hier geladen hat, weil ich mich gerade verklickt habe. Und dann nochmal darauf. Mondnahrung haben wir auch da oben keine. Und wir sollten vielleicht noch den armen Arktis-Menschen vielleicht auch ein bisschen mehr Luxuskost geben. Irgendwie, ja, müssen wir das auch tun. Hier haben wir einfach keine Energie mehr. Das ist mir leider zu teuer. Okay. Ich will jetzt nicht nur nochmal so eine Solaranlage bauen. Kreditwartung. Kelpsammler. Logistikwartung. Energienetz überladen. So, der braucht 400 Energie. Ja gut, dann können wir da mal ein bisschen hin. So, jetzt haben wir hier wieder Energie. Schön. Und dann können wir hier bei den Kybernetik-Sachen mal gucken, dass wir die vielleicht nochmal ein bisschen besser hinkriegen. Kybernetik. Wir haben hier eine Sektorenbilanz von 0 momentan. So, hier sind aber einige... Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. So, seltene Erden und... bräuchten wir auch mehr jetzt, ha? So, wir haben jetzt wieder zwei. Das ist jetzt zwar nicht so die Welt, aber... Kerneisbohrer braucht nicht so viel. Hier ist nochmal eine Solaranlage. Bräuchten wir nochmal seltene Erden. Wie viele seltene Erden haben wir denn momentan? 6. Sektorenbilanz 0. Das ist natürlich wenig. Stimme ich zu. Solarenergie. Solaranlage. Die braucht auch 400 Energie. Okay, pass auf, dann reißen wir eine Solaranlage wieder weg. Am besten vielleicht die da hinten, die bringt momentan eh nicht so viel. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was bringt denn Energie? Minus 15, das ist geil. So, was ist, wie viel braucht das? Das braucht auch haufenweise Energie. So, wir haben langsam mehr Energie hier. Sehr schön. Warnung, Energiemangel. Echt, du bist so ein schlauer Mensch. Oder Robotyp, was weiß ich. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. 35, jetzt müssen wir mal schauen, was... Kerneisbohrer bringt vielleicht jetzt auch nicht so unbedingt zu die Welt. Ein. Er braucht eigentlich auch relativ viel, ne? Hier noch einen, hier kriegen wir noch einen hin. Was ist das? Drohnenregal. Ja, das brauchen wir überhaupt nicht. Wetternonsens. Wir brauchen ja die Energiesachen. Nice. So, Energie sparen. Erfolgreich abgeschlossen, würde ich mal sagen. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. 29 und dann machen wir hier nochmal ein bisschen. Braucht das auch Energie? 50, ja. Dann reißen wir mal zuerst mal die andere Seite weg. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Warnung. Energieknappheit. Wenig Energie. Das sagst du eigentlich relativ korrekt, mein Freund. Wir warten mal, wir kriegen gleich eine Finanzspritze, dann können wir das da bauen.
So, wir müssen uns jetzt quasi schon in Position begeben, damit wir gleich die 400 Euro wieder rauspfeffern können. Eine offizielle Finanzspritze. Hoffentlich reicht es aus, um die Bücher auszugleichen. Ja, scheint so. Okay, nice. So, und jetzt haben wir eigentlich hier auch mehr Hände. Hier haben wir plus 2, hier haben wir, da machen wir mal 16, 17, 18. Bestätigen. Transferoptionen. Und hier haben wir keine Vitamindrinks. Was eigentlich jetzt nicht so wirklich überraschend kommt. Aber gut, machen wir halt nochmal ein paar Vitamindrinks. So. Okay. Vitamin Drinks. Sollten wir auch nochmal kurz nachgucken. Und wir hatten nochmal so eine Vitamindrinkanlage, ha? So, Vitamindrinks. Ich achte ja schließlich auf meine Ernährung. So, wir haben minus 76 Obst. Das ist sehr schade. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. So, wie wir das hier machen, weiß ich noch nicht so genau. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall wieder genug Obst. Nein, wir haben überhaupt nicht genug Obst. Na, mein lieber Schwan. Kriegen wir das dann theoretisch dann hier wieder rein? Ja, okay. Okay. Wir haben hier so viel Obst, ne? Die Leute, die können sich quasi mit Obst voll laufen lassen. Aber echt, hä? Dann können wir hier vielleicht noch was hinbauen? So ein paar Vitamindrinks oder was? Problem ist, wenn wir jetzt hier reinbauen, dann versperren wir uns hier den ganzen Innenraum. Das würde ich dementsprechend nicht tun. Sondern noch so eine kleine Lücke lassen. Bisschen Mut zur Lücke, weißt du? Und dann können wir hier quasi so einen schönen Weg durchpflanzen. Dann können wir hier nochmal was Typisches hinbauen. Dass dieser Handelsgenehmigung, ich werde jemanden dran setzen. Nice, danke. 24. Der Regenbogen geht schon über der Stadt auf, alle sind happy. Wollen mich sehen? Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Transferroute ineffizient. Ursache, Luxuskost. Geht mir jetzt auf den Senkel. Warten Sie nur. In ein paar Jahren könnte dieser Ort richtig angesagt sein. In ein paar Jahren? Der ist jetzt schon richtig angesagt, Mann. So, brauche ich noch ein paar Schwerlastkompensatoren und vor allem Luxuskost. So, wo ist denn die Luxuskostfabrik? Wo habe ich denn jetzt schon wieder hingestellt? Hier sind Bobots. Ich dachte ja irgendwo hier unten. Hier. Ja gut, die arbeiten ja gut eigentlich. Sonst habe ich keine weitere Luxuskost. Ja gut, ne, dann bauen wir halt nochmal eine Luxuskost hin. Das führt ja keinen Weg dran vorbei jetzt. Naja, außer das Geld. Wie viel Luxuskost haben wir denn? Minus 1. Naja, passt das mal. Die Firma ist wie eine große Familie und ich... Und du bist ein Teil davon, ja. So, die Manager wollen jetzt auch alle aufsteigen. Manage! Entschuldigen Sie, arbeiten Sie auch als Manage? Sie wollen mich sehen? Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, du erwartest so einiges nicht, Fräulein. So, Arbeiter. Ich erwarte das hier. Sehr schön, dann gucken wir mal bei den Administratores vorbei. Administratores. Und ich bin gekommen. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Intelliware auch noch. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. So, es sitzt ganz still und stumm ein einsamer Manager herum.